Wir sind beim Bundesverband der Glasindustrie und Dr. Overath ist auch hier bei uns. Warum ist denn eigentlich die Glastech so wichtig? Ja, wir sind Trägerverband der Glastech und wir repräsentieren die Glasindustrie in Deutschland, die wirtschaftspolitischen Interessen. Unsere Schwerpunktthemen sind insbesondere Energie, das ist ja besonders wichtig, und Umweltpolitik. Und wir repräsentieren 85% der Produktion in Deutschland. Es ist ja auch das Jahr des Glases. Können Sie da was zu sagen? Wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist natürlich ein super Event für uns, also super Ereignis. Jahr des Glases hätten wir uns selber vorher nicht träumen lassen, dass es passiert. Und wir haben eine ganze Menge an Events, Veranstaltungen und Maßnahmen gemacht, zusammen mit Liechtenstein, mit Österreich im europäischen Bereich, aber eben halt auch im internationalen Bereich. Und wir versuchen auf allen Ebenen, allen Kanälen im Prinzip Glas nach vorne zu bringen und ja, die Bedeutung von Glas, die Vorteile eben mal zu zeigen. Welche Themen sind denn das zum Beispiel? Es gibt ja mehrere Hauptthemen auch hier, zum Beispiel zukunftsträchtige Themen. Es geht um Wirtschaft, es geht darum, um Energie zu reduzieren. Können Sie da uns ein paar Themen noch nennen? Ja, Glas ist natürlich immer wichtig, zum Beispiel um in Gebäuden Energie zu reduzieren. Generell Energie spielt ein großes Thema. Energieeffizienz, da sind wir eben halt ganz groß, aber auch in allen anderen Bereichen innovative Produkte. Denken Sie zum Beispiel an Smartphones. Jeder hat bei uns so ein Ding sozusagen und da brauchen Sie auch Glas für optische Anwendungen, Glasfasern für Digitalisierung, Behälterglas, das hört überhaupt nicht auf. Also man könnte es praktisch unendlich fortsetzen. Das sind auch Themen, wo Sie sagen, ja, das ist eigentlich ganz nett, aber brauchen wir gar nicht mehr, das ist irgendwie gar nicht mehr up to date? Das würde ich so nicht sagen. Natürlich gibt es gewisse Trends, aber zum Beispiel die Energieeffizienz spielt immer noch eine Rolle, eine große Rolle. Aber natürlich verschiebt sich das eben mal ein bisschen. Die Glasanwendungen werden immer besser und Anwendungen, die man vielleicht früher mal genommen hat, die werden eben halt heute rücken in den Hintergrund. Ja. Warum finden Sie Glas so gut? Ja, also Glas ist ein toller Werkstoff. Ja, es ist transparent. Ja, es ist inert. Das heißt, es gibt im Lebensmittelbereich keinerlei Wechselwirkungen mit dem Füllgut, also mit dem Saft oder mit der Cola und so weiter. Und ist unheimlich vielfältig, Anwendungsbereich. Das hatten wir eben schon gesagt, wie viele Produkte es gibt. Also ein toller Werkstoff und dafür leben wir einfach. Ja, Glas ist auf jeden Fall sehr vielseitig und Sie können immer noch hier auf die Glastech kommen und wir freuen uns natürlich alle auf Ihren Besuch. Vielen Dank. Bitte.